Hey, willkommen zurück zur neuen Folge Dying Light 2 und ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Und ja, wir müssen jetzt erstmal überleben, bis Hargon kommt. Also bis er zurückkommt. Warte mal, boah, scheiße, da oben. Warte, Taschenlampe. Scheiße, bin ich tot, oder? Ah, na, doch nicht. Okay, warte, ich habe immer noch diesen Hammer, oder? Na, passt. Alter, kommen wir echt viele. Hargon, hörst du mich? Du bist tot. Der ist auch tot, oder? Ja, okay. Und da kommen schon wieder die nächsten. Auch tot und tot. Okay, warte, sollten wir noch irgendwie den Umschnell töten? Wo kommt denn der schon wieder her? Warte, ich bin aber auch gleich tot. Dann würde ich sagen, ich heile mich mal ganz schnell. 10 Nationalen haben wir noch. Scheiße, schon wieder den. Alter, das gibt's ja nicht. Ich kann mich nicht mal ganz schnell heilen, weil ununterbrochen Zombies kommen. Ich dachte schon, ich wäre alleine. Warte, dann renne ich mal jetzt schnell hier nach oben. Also ich kletter mal nach oben und dann killen wir den mal ganz schnell. Der ist schon mal tot, glaube ich. Ist ja noch so einer. Okay, schnell nach oben. Okay, halten zum Glück eigentlich eh nichts aus. Hinter mir. Okay, ich würde sagen, ich bleibe einfach mal hier oben, weil das ist eigentlich eh ganz gut von hier aus. Hargon, hörst du mich? Wo ist denn der jetzt überhaupt? Weil der ist einfach nur weggerannt. Ist jetzt draußen oder? Ja, ist er da hinten? Oder warte, wo war denn das überhaupt? Bei diesem Tor, was dazugegangen ist. Da ist er noch schnell durchgerannt. Sag was! Fuck! Boah, will ich mal wegfliegen? Hallo? Ich bin in der Station! Alter! Okay, warte, wo müssen wir hin? Okay, Barriere müssen wir erreichen, dann schnell heilen. Dann das Aufputschmittel verwenden. Und dann schnell da nach hinten. Ja, mein Hammer ist auch gleich kaputt. Was machst du hier? Aether hat mich geschickt. Wo ist dein Kumpel? Was ist da oben los? Die Bastarde vom Bazar haben das Windrad in die Luft gejagt. Die gesamte U-Bahn ist ohne Strom. Seid ihr beiden okay? Hargon wollte die Sperren öffnen. Warum das denn? Warte noch einen Moment, ich hol dich gleich raus. Mach! Meine Infektion ist im roten Bereich, gleich war's das.
Das wird dir helfen. Danke. Ach, scheiße, da kommen noch mehr, oder? Alter, was? Scheiße, so ein großer. Ich kill mal ganz schnell die da oben. Das sind ja drei Stück mindestens. Alter, greif doch an. Der ist tot. Der ist tot. Und der ist auch tot. Dann ganz schnell mal hier nach oben. Und ich heile mich wieder. Falls das möglich ist. Ach, verpiss dich. Nein! Oh, was? Ich kann mich nicht mehr ganz schnell heilen, das gibt's ja nicht. Okay, ein Fertigkeitspunkt für Kampf. Okay, das ist der. Habe ich irgendwie Wurfwaffen oder so? Ah, Molotovs. Drei Stück. Mal schauen, ob das irgendwas bringt. Boah, da kommt noch mehr raus. Warte mal, diese Spucker da, sind die jetzt schon weg? Alter, ich fuck mich so ab, das gibt's ja nicht, ich bin echt wieder tot. Komm schon. Endlich. Hier, nimm die Sprengladungen. An den Schienen entlang verläuft ein technischer Korridor. Ich soll also die Wand sprengen. Hast du eine bessere Idee? Uns läuft echt die Zeit davon. Hast du Hakon irgendwo gesehen? Nein. So langsam habe ich den Verdacht, er hat mich reingelegt. Da wärst du nicht der Erste und nicht der Letzte. Warte. Antizin. Ich versuche durchzuhalten. Lange geht das aber nicht mehr. Du lernst schnell. Gut. Jetzt mach. Ich gehe wieder zum Ausgang. Alter, ist natürlich auch immer noch da. Okay, dann schnell hier hin. Alter, boah, das gibt's doch nicht, Mann. Der scheiß Zombies hier. Komm, stell hier hin. Okay, noch 5 Sekunden. Hier. Boah, ich sehe genau gar nichts irgendwie. Also, was ist jetzt los?
Seht ihr? Wer sucht, der findet. Ich sagte doch, wo auch immer dieses Arschloch Hakon ist, da ist auch der Idiot. Was habt ihr mit Hakon gemacht? Mit Hakon? Gar nichts. Nach ein paar leichten Schlägen hat er sich verpisst. Dieses Glück wirst du allerdings nicht haben. Weißt du, es gibt auf der Welt nicht viele, die ich mehr hasse als die PKs. Aber du zählst dazu. Denn du bist ein Verräter und ein Dieb. Du hast uns das Wasser geklaut, du Schwein. Deshalb ramme ich deinen Kopf jetzt auf einen Spieß und winke deinem Kumpel Aethor damit zu. Geh mir aus dem Weg. Letzte Warnung. Oh nein, ich habe ja so große Angst, dass ich mich eingeschissen habe. Soll ich dir das mit meiner Schwester etwa verzeihen, oder was? Oder dass du den Soldaten in den Arsch gekrochen bist? Oder dass du unser Trinkwasser geklaut hast? Ich wünschte, ich hätte Lukas getötet. Aber ist auch scheißegal. Wichtig ist nur, dass ich dich töten darf. Pack den. Na, Scheiße. Wieso fällt der nicht aus? Boah, die Axt ist geil. Aber auch ein bisschen langsam irgendwie. Alter Scheiße, wieder Wurfwaffen. Wir haben ihn gleich. Seine Freunde sind schon mal tot. Okay, und Tode so. Noch ein bisschen was zum Mitnehmen. Ein paar Drähte. Ah, das ist geil. Wieder Hemmstoff. Ein Tomahawk. Okay, da geht's nach draußen. Mechanikerhammer. Ihn müssen wir noch looten. Wir sehen noch irgendwas drin. Okay, mal Zigaretten und Teile. Okay, noch raus hier. Verdammt! Deshalb war also der Strom weg. Die haben das Windrad in die Luft gejagt. Anderson, ich bin draußen. Hoffentlich. Aber wir müssen abwarten. Was ist passiert? Ich stecke in einem Aufzug fest. Ich dachte, die Generatoren laufen. Wo bist du? Aethor hat ein paar Leute geschickt. Hoffentlich schaffen sie es, bevor mein Biomarker rot wird. Nimm das Antizin und warte. Ich werde dich holen. Oh wow, mein ganz persönlicher Retter in der Not. Du hast mich gerettet, also rette ich dich. Wo bist du? Im Aufzug am Evakuierungspunkt. Bleib, wo du bist. Okay, wo genau müssen wir da hin? Okay, hier. Warte mal, das haben wir doch nicht, oder? Da würde ich sagen, wir rennen mal ganz kurz zu dem Windrad dort. Das ist dann, ja, da hinten irgendwo.
Anderson, ich bin gleich da. Dauert nicht mehr lange. Okay. Okay, warte, da haben wir das Windrad. Komm ich da irgendwie nach oben? Ah, warte mal hier. Anderson, sag was. Was denn? Zum Beispiel, warum du zu den PKs gegangen bist. Ich hatte eine jüngere Schwester, Olivia. Eines Tages ist sie verschwunden. Sie und ihre Freundin. In der einen Minute waren sie noch da und dann konnten wir sie nicht mehr finden. Wir haben nie wieder eine Spur von ihnen gefunden. Sie war damals 7 Jahre alt. Ich war 14. Schon bald hörte ich Gerüchte, dass die GRE Kinder für Tests entführte. Und das von der Armee verschleiert wurde. Sobald es möglich war, verpflichtete ich mich also für die PKs, weil sie die Armee und die GRE genauso wussten wie ich. Und das war's. Okay, Aiden, hör mir zu. Jeder Ausgang hat eine Notstromversorgung. Such nach den Notstromaggregaten und beeil dich. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay. Okay, dann hier rüber. Aber ich muss mich hier nicht beeilen, oder? Was ist denn nun eine normale Mission? Okay. Also hier kein Time oder sowas dabei. Okay, wir sind da oben, dann erstmal hier hin. Okay, fertig. Und wir haben ja noch einen Fertigkeitspunkt, glaube ich. Dann schaue ich mal ganz schnell rein. Aber Parkour auch noch. Okay. Schnelles Klettern. Bewegen Sie sich auf Vorsprung schnell nach oben und zur Seite. Was ist das hier? Sichere Landung. Erhöht die Höhe, aus der sie landen können, ohne Schaden zu nehmen. Ja, das wäre natürlich auch geil. Aber das mit dem Klettern halt auch. Ich würde sagen, wir holen jetzt aber erstmal das mit dem schnellen Klettern da. Dann hier Übersprungskrafttritt. Ich glaube, ja, dann holen wir uns den erstmal. Warte, hier mit 2 Upgrades verfügbar halt. Dann würde ich sagen, einmal Gesundheit und einmal Ausdauer. Passt, beides auf Stufe 3. Dann erstmal hier runter. Wir müssen ja, okay, irgendwo in die Richtung, also war es jetzt hier die falsche Richtung eigentlich. Was denken wir? Kann ich da runterspringen oder zu sterben irgendwie? Ah, warte mal, hier geht's hier runter. Schon abgerollt. Ist das irgendwo wer? Der hat doch irgendwer geschrien, oder? Oh scheiße, jetzt fahre ich wieder ganz runter.
diesen Militärkonvoi. Ist hier was drin? Es ist ganz leer hier. Und hier hinten? Da ist doch irgendwer. Aber wo? Ja, warte mal dort. Oder? Ist es der? Ich habe keine Ahnung. Okay, noch ca. 80 Meter, dann sind wir eigentlich da. Ah, hier ist das, oder? Anderson, sag was! Oh, mach einfach hin! Ah, ich versuch mein Bestes. Moment. Okay, starten Sie den Bereich und starten Sie die Generatoren. Komm ich hier durch? Oh, die Axt ist halt übelst geil. Was habe ich sonst eigentlich noch so für Waffen gerade ausgerüstet hier? Na, okay, vom Schaden ist nicht so gut. Okay, habe ich noch so eine Cody, die macht auch 39 Schaden. Scheiße. Die Axt ist kaputt. Okay, warte mal, aber den können wir durch töten, weil vom Schaden her geht's sogar eigentlich. Was Zombies sind hier bitte? Tot. Scheiße, zurück. Oh, da ist ja noch so einer. Warte, ich hau da mal einen Molotow auf die beiden drauf. Das war der letzte, stimmt, ich habe nur drei Stück. Der eine ist eigentlich eklig tot. Boah, das war schon, glaube ich, ein bisschen knapp. Nein, nein, nein. Boah. Okay, den haben wir schon mal. Fehlt noch der zweite hier. Also ich müsste die jetzt eigentlich hier nicht töten alle, aber keine Ahnung, ich wollte es irgendwie mal machen. Ist auch gleich tot. So, alle tot. Noch schnell looten.
Warte mal, wo sind denn die ganzen Leichen für den anderen Zombies? Ah, hier ist noch einer. Okay, sind aber irgendwie, glaube ich, alle weg. Okay, warte mal, hier ist noch. Ja, so ein Wurfspeer. Ja, aber gut, Leute, darf ich jetzt erstmal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.